Hallöchen, meine grünhäutigen Kollegen, und willkommen zum nächsten Tollwärmer Online Battle. Wir gehen heute mal mit den Greenskins, den Orks, gegen die Hochelfen in die Schlacht. Und ich habe vor, ein bisschen mit Nightshroud zu spielen, also mit dem Nachtmantel. Der, neue Zauber, oder was heißt nicht der neue Zauber, aber der Zauber vom Nachtgoblin-Schamanen hier, der ja rebalanced wurde, der jetzt eine Truppe, eine Einheit unsichtbar macht, also statt dem Gegner die Sicht zu nehmen. Und wir spielen, wie gesagt, gegen die Hochelfen. Ich vermute mal, er wird eine Menge Drachen dabei haben. Wir haben Azak dabei auf dem Lindwurm. Sehr riskant, das zu machen. Aufgrund der Tatsache, dass der Gegner wahrscheinlich Drachen haben wird. Mal sehen, ob es trotzdem klappt. Und ich habe vor, meinen Mob der gebrochenen Hauer hier auf der Seite zu verstecken und ihn seine Bogenschützen wegzusnipen. Mal schauen, ob das klappt. Und wir haben nur noch 13 Sekunden Zeit. Ich würde sagen, wir machen einfach mal die Hauptkampftruppe hier in Gruppe 7 rein. Und jo, starten mal durch. Okay. Scheiße, hat man... Oh fuck, er hat meinen Schamanen sofort entdeckt. Na komm. Ich würde gern meine Truppen hier anwählen. Gott verdammt. Aber er hat den Goblin-Schamanen jetzt noch nicht aufs Korn genommen. Das ist ganz gut. Wir haben auch noch relativ wenig Magie. Und mal schauen, er hat halt die Seegarde dabei. Und hier drüben hat er noch zwei Streitwägen. Ich hoffe mal, dass wir seine Streitwägen mit unseren Mob der gebrochenen Hauer snatchen können. Ich würde sagen, wir öffnen einfach gleich mal das Feuer mit unseren Fernkämpfern hier auf seinen Drachen. Sein General ist Teklis. Das heißt, er hat auch das Netz. Das heißt, wir müssen mit Azak noch mal besser aufpassen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit unserem Mob der gebrochenen Hauer raus und casten dann, sobald sie aus dem Wald draußen sind, mal den Nachtmantel auf sie. Nee, ich warte noch. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Mit dem Streitwagen müssen wir natürlich auch vorsichtig sein. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt los mit unseren Fernkämpfern. Unser Streitwagen geht auch mal auf die Seite rüber. Er hat eine Menge Streitwagen, also zwei Streitwagen. Und mit Azak können wir eigentlich mal hier zum Nahkampf mit reingehen. So ein bisschen weiter weg von denen, von dem Drachen. Und ansonsten legen wir mal gleich los. Ich weiß nicht, ob er uns hier gesehen hat. Unsere Goblins werden halt verlieren, das ist klar. So, schauen wir mal. Jetzt können wir mal den Warcasten. Kommen wir jetzt hier mal rüber. Ich glaube, jetzt ist es Zeit für den Nachtmantel. Und unser Broken Tusk Mob hier drüben, der kann mal seinen Nachtmantel casten. Und jetzt müssen wir halt nur aufpassen, dass uns Azak hier nicht komplett zerschnetzelt wird. Wir können halt die Streitwagen nicht fangen, das ist schon mal ein bisschen doof. So, und Azak wird schon ganz gut zerschossen hier. Wir können mal mit dem Boss hier mal reingehen. Jetzt müssen wir einfach abhauen vor seinem Drachen. Und wir haben ja allerdings jetzt seine Truppen schon gefangen, seine Wägen haben wir schon vernichtet, das ist schön. Die Biggans hier machen die platt und die Biggans hier drüben
Komm mal mit rüber. Der Broken Task Mob kämpft halt jetzt gegen die Seegarde, das ist ein bisschen doof. Mit dem Anti-Large-Bonus. So, naja, Azak muss weiter fliehen. Aber wir können eigentlich auch mal hier landen, dann können wir hier mit den Truppen seinen Drachen angehen. Und dann kann auch unser Dude hier drüben mal wieder rüberkommen. Die Schwarzhocks hier gehen auf diese Seegarde mal drauf. Ja, Azak kann durchlanden. Unsere Fernkämpfer können jetzt wieder feuern. Ich hoffe mal, dass er jetzt hier gleich landet. Okay. Na, das schaut doch schon mal gar nicht so schlecht aus, alles. Dann können wir uns jetzt mal Tyrion schnappen. Der Boss kann eigentlich auch mal zu Tyrion gehen, ist trotzdem, ist egal. Azar geht hier mit seinen Truppen mit, sodass wir jederzeit landen können. Den schalten wir mal noch den Blänkler-Modus aus. Jetzt sofort. Und hier können wir uns jetzt hoffentlich Teclis schnappen. Wir landen hier. Sofort landen. Können gleich mal den War casten. Und jetzt kommt sein Drache runter. Sehr schön. Ah, verdammt. Er kann wieder feuern. Und jetzt ist gleich Azak weg. Das ist schlecht. Aber ich hoffe mal, dass wir Tyrion dafür... Teclis platt kriegen dafür. Und jetzt ist halt die Mission Nummer 1, dass wir seinen Drachen platt kriegen. Ja, der Schamane geht mal zu Teclis mit rüber. Okay. Hier bitte einmal alles auf seinen Drachen. Und hier müssen wir uns wieder sammeln. Okay, schade, er ist mit Tyrion hier ein bisschen entkommen, mit Teclis meine ich. Ah, der Tod von unserem General hat uns hier echt Probleme gemacht, uns gerade echt Probleme, jetzt fliehen unsere Truppen. Und wenn dann noch der Terror von dem Drachen mit dazukommt, dann ist es natürlich nochmal blöder. Ja, man sollte wahrscheinlich echt nicht Azak auf einem Lindwurm bringen, das ist ein bisschen doof. Sollte man wahrscheinlich echt nicht machen. Aber jetzt schauen wir mal. Wir gehen hier einfach mal weiter auf seinen General. Achso, und wir haben ja auch noch einen Streitwagen, fällt mir gerade ein. Dem könnten wir hier eigentlich auch mal ein bisschen reingehen. Den hätten wir schon längst mal holen sollen und seine fliehenden Truppen töten. Jetzt flieht unser anderer Offizier auch noch. Das ist jetzt gar nicht gut. Ich glaube, es schaut gerade ein bisschen schlecht aus für uns. Die Seegarde von Lothar ist einfach echt eine ziemlich mördermäßige Einheit. Die kriegt man echt nur schwierig platt. Aber wir haben uns einen Wagen hier noch, mit dem können wir ja mal hier reingehen. Vielleicht kann der noch einen Unterschied machen. Dann können wir ein bisschen rumchargen hier. In seiner Infanterie. Kommen wir jetzt halt weiter. Und wir müssen jetzt echt irgendwie seinen Drachen platzieren. Hier hat Tyrion schon wieder hochgeheilt. Unser Wagen geht weiter in seine Infanterie rein. Das passt schon. Und hier kommt noch eine Einheit Biggans angestürmt. Jetzt allerdings mit einem flammenden Phönix überrannt wird. So, wir haben hier halt noch diese eine Einheit Biggans. Das ist schon mal ziemlich gut. Wir können jetzt auch nochmal hier einen Debuff casten. Und im Grunde genommen können wir mit den Wägen hier auch mal rübergehen. Die Biggans hier kämpfen gegen den Drachen, das ist eigentlich eine gute Sache. Aber ich glaube, das war's. Ich wüsste es nicht, wie wir das noch mal rumreißen sollen. Das wird schwierig. Na gut, die Biggans hier kämpfen jetzt halt gegen die Speere, das ist schon recht gut. Auf jeden Fall, aber sein Drache ist halt noch das größte Problem. Ich meine, na gut, wir haben jetzt hier noch ein paar Jungs, die zurückkommen. Ist schon ganz gut. Wir bringen hier mal unsere Wägen so ein bisschen in Sicherheit. Ist Teclis zu Fuß? Ach du Schande, das ist ja krass. Teclis ist zu Fuß unterwegs. Hier kommen ein paar von unseren Truppen wieder.
Und unser Garkus ist wieder am Start. Das ist gut. Die Big Guns hier gehen jetzt mal da rein in den Kampf. Das ist wichtig. Die Wägen gehen nochmal raus. Unser Garkus geht auf seinen Drachen. Und wir können auch nochmal einen Debuff casten. Das machen wir jetzt nochmal. So, die Wägen können wir hier unten einsetzen auf die sich gesammelten Truppen. Und jetzt können wir nochmal den Drachen ein bisschen angehen. Mal schauen, ob da noch was geht. Aber ich bin ja mal gespannt, ob wir das nochmal rumreißen können. Können wir eigentlich auch mal, solange er jetzt hier rum sind, auch mal Tyrion nochmal angehen. Teclis meine ich. Der heilt hier halt natürlich alles ziemlich hoch. Echt ein bisschen doof. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das haben wir ziemlich verkackt. Was hätten wir jetzt hier besser machen können? Ja. Azog auf dem Lindwurm war ein bisschen doof. Das war eine schlechte Entscheidung. Egal, wir probieren es einfach nochmal. Und wir sehen uns dann. Haut rein und ciao.